Ja, ich bin Julia Weber. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere Mathematik und Religion auf Gymnasiallehramt im 7. Semester jetzt und arbeite nebenbei seit knapp 2 Jahren ungefähr am Referat für digitale Medien in der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Wir organisieren im Prinzip Workshops für Lehramtsstudierende im Bereich digitale Medien, arbeiten auch mit Studium Digitale da teilweise zusammen, haben eben die Verantwortung für das Medienkompetenzzertifikat und das sind so unsere Bereiche, die wir machen. In dem Projekt ging es um eine Campus Rally mit der App ActionBound. Das ist die App, im Prinzip ermöglicht digitale Schlüsseljagden, wo die Teilnehmer mit einem Smartphone, zum Beispiel bei uns in unserem Fall die Campus Rally, ablaufen. Wir haben das gemacht, damit wir Klassenfahrten und Ausflüge für Schüler interessanter gestalten können und nicht die langweilige Papier- und Bleistift-Variante eingesetzt wird. In dem Rahmen haben wir im letzten Sommersemester einen Workshop angeboten für Lehramtsstudierende, der auch sehr gut angenommen wurde. Und haben eben die App vorgestellt und die Möglichkeiten für Lehrer und Lehrerinnen, die damit sich bei ihren Schülern vielleicht auch ein bisschen lieb machen können, wenn sie sagen, wir machen eine moderne Schnitzeljagd in der Stadt. In dem Fall ganz klar, dass wir verschiedene Vorteile. Also einerseits zum Beispiel bei der Campus Rally. Die Vorvariante war eben, dass Tutoren in einzelnen Stationen am Campus standen, sich die Beine in den Bauch gestanden haben und alle paar Stunden kam mal eine Gruppe vorbei mit einem Zettel, der auch noch nass wurde vielleicht dann, als es geregnet hat. Und wenn man eine Gruppe trifft, kann man abschreiben. Und diese ganzen Sachen sollen eben vermieden werden, dadurch, dass sie mit dem Smartphone unterwegs sind. Es ist natürlich schülernah, also im Schulrahmen ein Handy zu benutzen, ist ja eh immer aufregend für die Schüler. Und insofern denke ich, dass da ein deutlicher Mehrwert einfach liegt, weil die Schüler motiviert sind. Die App gibt auch immer Feedback. Wenn man etwa eine Aufgabe richtig gelöst hat, dann kommt ein positives Signal. Es erscheint ein kleines Schweinchen, was dann die Punkte zählt. Und es macht einfach Spaß. Sehr sympathisch, die App aufgezogen auch. Und da liegt an euch der Mehrwert natürlich. Also der Workshop wurde sehr gut rückgemeldet. Die haben einmal selber super viel Spaß dabei gehabt, die App auszuprobieren und fanden es auch sehr spannend. Wir haben auch angeregt diskutiert. Wir hatten unterschiedliche Fächer vertreten, wie man das in Geschichte, in Mathe, in Erdkunde gut einsetzen könnte. Also die waren direkt begeistert und haben auch gesagt, dass sie sich das gut vorstellen könnten, das später mal einzusetzen, wenn sie Lehrer sind. Und auch die Studierenden, die jetzt über den Campus gelaufen sind, haben wir eigentlich nur Gutes gehört. Ich wünsche mir natürlich, dass unsere Vision sich bewahrheitet, dass wir hier für alle Fachbereiche am Campus bei uns anbieten können. Den ich jetzt erstellt habe, war lehramtsspezifisch, also welche Infos brauchen speziell Lehramtsstudierende hier am Campus. Aber natürlich gibt es ja auch Rechtswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, alle möglichen anderen Fachbereiche, die hier am Campus vertreten sind und die natürlich wieder ganz eigene Informationen haben, die sie an ihre Erstsemesterstudierenden geben wollen. Sei es das eine Sekretariat ist sehr versteckt, dass sie einfach mal dahin laufen, damit man von Anfang an denen einen guten Studienstart ermöglicht. Und es wäre sehr schön, wenn das noch irgendwann klappt.